So, und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest hier heute zum Freitag. Es ist Wochenende, Leute. Das bedeutet, eine Stunde Theorie, danach zocken wir. Ja, wir zocken danach noch. Das heißt, wir werden den Stream nochmal kurz dann unterbrechen, ne, damit wir das Ganze dann umstellen können und alles sowas. Und damit das Ganze hier nicht in einem Stream hier alles drin ist, damit wir es halt wirklich getrennt haben. Machen wir jetzt, wie gesagt, nochmal eine Stunde Theorie. Danach wird nochmal ein bisschen gezockt. Und zwar haben wir uns heute mal vorgenommen, vielleicht nochmal so ein bisschen in Lotus mal reinzugucken, im Multiplayer-Modus. Werden dann mal auf Willis neuen Update-Karte fahren. Vielleicht danach noch Düsseldorf oder BBS, müssen wir mal gucken. Vielleicht fahren wir heute auch noch sogar die eine oder andere Tour mit dem neuen VDA, der jetzt erhältlich ist. Also heute ein spannender Abend, solltet ihr dranbleiben. Aber wie gesagt, jetzt erstmal nochmal die Gehirnzellen anstrengen und nochmal ein bisschen lernen. Mit dabei natürlich hier der Phasus ist dabei. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Dann haben wir den Hobby. Guten Abend. Und zu guter Letzt der Willi, der gerade noch tierisch im Stress ist. Ja, guten Abend. Der nämlich jetzt noch so eben schnell noch sein scheiß Update da hochladen muss, was bei Steam immer so eine Kunst ist. So, gut. Niklas LP, grüß dich. Hab Lotus leider nicht. Ja, das tut mir leid. Aber vielleicht dann nachher. Ja. Wir müssen mal gucken, was wir danach machen. Ob BBS oder sonst irgendwas. Schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwas hin. So. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Bundesstraße, es darf nicht schneller als 35 km/h gefahren werden. Es muss mindestens 35 km/h gefahren werden. Ja. So, ich muss euch ja wieder hier rausnehmen, weil ihr sonst seht ihr die halbe Antwort wieder nicht. So passt das Ganze. Also, natürlich deutet das Ganze hier auf einer Bundesstraße selbstverständlich hin. Richtig. Na? So, Sie befahren mit einem vollbesetzten Bus ein Gefälle und haben diesen unterschätzt. Die Geschwindigkeit nimmt trotz eingeschalteter Dauerbremse merklich zu. Was müssen Sie tun? Mit der Betriebsbremse abbremsen, um zurückschalten zu können. Dauerbremse ausschalten und Geschwindigkeit nur mit der Betriebsbremse halten. Das ist eine Frage, die ich gemerkt hatte und ich glaube, das war die erste, oder? Ja, das war die von gestern. Wo richtig. Nicht das, ja. Das war das, wo wir uns uneinig waren. Genau. Worauf müssen Sie bei Bustüren achten? Erst abfahren, wenn alle Türen vollständig geschlossen sind. Auf ja. Wunsch der Fahrgäste darf man im Sommer die Türen während der Fahrt öffnen. Nein. Die Türbereiche müssen während der Fahrt freigehalten werden. Ja. Also zwei finde ich am seriösesten. Ne, würde ich auch sagen. Würde ich tatsächlich auch sagen, hört sich sehr logisch an. Das haben wir tatsächlich sogar gemacht. Am letzten Sommertier aufgemacht werden. Das geht aber eigentlich gar nicht. Ich weiß. Also unsere Busse sind so ausgestattet, dass du gar nicht mehr fahren kannst, wenn die Türen offen sind. Da fehlt jetzt ein extra Knopf, den kannst du umlegen. Ja, machst du dich aber eigentlich mit strafbar. Aber also das hat er vorne gemacht. So, wie verhalten Sie sich hier richtig? Wir sind auf einer Vorfahrtsstraße und haben natürlich Vorfahrt gewähren. Ich biege vor dem grünen PKW ab, ich biege vor dem schwarzen Fahrzeug ab, ich lasse das schwarze Fahrzeug durchfahren. So, also als allererstes darf der Grüne fahren, dann darf der Schwarze fahren und dann darfst du erst fahren, weil du von der Nebenstraße kommst und links abbiegst und somit auch den geradeausfahrenden Verkehr auf der Nebenstraße vorlassen musst. Genau, weil du kreuzt nämlich den seinen Weg. Oh, was? Ich biege vor dem Grünen ab? Ach, Quatsch. Ja, klar. Oh, das war blöd. Ich biege vor dem grünen PKW ab. Ich habe falsch gelesen. Ich habe das Häkchen bei ich biege vor dem grünen PKW ab. Oh, Bio. Oh, fies. Ich habe schon gesagt, ich habe falsch gemacht irgendwie. Nee, nee. Musste an einem Unfall Beteiligte sein Fahrzeug beiseite fahren? Ja, bei geringfügigen Schaden? Ja, in jedem Fall. Nein, in keinem Fall. Bei geringfügigen Schaden finde ich es Quatsch. Ich glaube eigentlich nein, weil dann ist das so gesehen ja schon eine Fahrerflucht. Das höchstens ist, wenn man jetzt ganz blöd irgendwo steht, dass man es meinetwegen zur Seite fährt, dass trotzdem noch die Autos durchkommen. Aber ansonsten eigentlich nicht, ne? Also ich würde jetzt... Die Frage richtig durch. Muss man einen Unfallbeteiligten sein Fahrzeug beiseite fahren? Ja, nein. Bei geringfügigen Schaden? Ja, in jedem Fall. Nein, in keinem Fall. Also ich bin der Meinung, wenn es geringfügiger Schaden ist, darfst du das Auto beiseite fahren. Ja. Ja. Bei einem schweren Unfall nicht, weil dann in der Regel kannst du denn das Auto meistens nicht mehr wegfahren. Ne? Also es könnte halt tatsächlich sein, weil du halt. Ich merke mir mal die Frage, aber es ist richtig.
Ja, gut, okay. Schnee. Sie nähern sich einem Linienbus, der auf ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich hier ein? Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen. Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat. Und aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn. Frage 1 ist richtig. Antwort. Fahrgäste, also A auf jeden Fall. Ja, weil die warten. Ja, und B, C halt, ne? Ja, weil Richtig. die warten da B nicht, bis der Blinker aus ist, der Warnblinker. Ein Film. Los ist geht's. falsch. Wenn er jetzt noch mal richtig Gas gibt, dann schafft er es noch. Da kommt schon der Wie Gegenteil. sollten Sie Ja. sich jetzt verhalten? Ich beschleunige. Ich Also ich fahre äußerst rechts. verzögere und ich fahre äußerst rechts. Ja, ich fahre äußerst rechts, klingt doch äußerst Ich fahre außer Recht, logisch. ich verzögere. Weil du siehst, der Gegenverkehr kommt und wenn du noch Wobei, Vollgas ich gibst. weiß nicht, ob das klappen wird unbedingt, wenn der Laster von vorne kommt. Nö, dann müsste der Blau dann abbremsen, wenn 113 du. Gaming, grüß dich, Hallöchen. Ein nächster Film gibt's. Los geht's. Heute ist Tag des Filmes. Oh, durch Robby, hol Kinoabend. das Popcorn raus. Ah, da ist der Müll schon ein Blitzer gewesen, war. Oh, ein stylischer Bus. Huiuiui. So, Könnte das sein? haben wir gleich natürlich mit der Warnblinkanlage wie die Frage eben gerade. Das ist natürlich blöd. Ich schaue auf die Person, die auf der Fahrbahn treten könnte. Ich Ja. darf an dem Bus nicht vorbeifahren. Ich darf an dem Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. Schrittgeschwindigkeit. Schrittgeschwindigkeit. Das gilt auch für die Oh, Gegenfahrbahn. ich schaue auf Ja. Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten. Natürlich. Ja, auch. Natürlich. Das sehe ich immer Wie wieder, aber geht's? Eigentlich ganz gut. Vor allem, das wenn das geht Wochenende ja. ist. Welches Verkehrszeichen gibt Vorfahrt? Warte mal. Zwei. Ja, zwei. Warte. Zwei gibt Vorfahrt. Ja. Eins ist Schild Achtung Kurve Ja. und zwei ist einfach nur ein Schild Bundesstraße Nummer 35. Genau. Ja. Bei uns kommt es halt ein bisschen verzögert an. Wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukte im Urin nachweisbar? Nur mehrere Stunden, noch nach Wochen, höchstens mehrere Tage. Mehrere Ich glaube höchstens Tage. mehrere Tage nach Wochen, glaube ich nicht. Noch Aber ich nach weiß Wochen. nicht. Wochen, du Ach. kannst ja durch die Haare sogar feststellen, dass du Drogen genommen hast. Was Zweiter Verkehr. bedeutete das zweite Verkehrszeichen? Also das erste war Achtung Kurve, das zweite war einmalige Vorfahrt und das dritte war Genau. Bundesstraße. Einmalige Ja. Vorfahrt war das zweite. Genau, achso, ich kann hier nochmal zurück. Genau hier. Das ist Achtung Kurve, scharfe Kurve. Das ist wie gesagt einmalige Vorfahrt und wie gesagt, das ist Bundesstraße. Zweifache Vorfahrt gibt es ja nicht. Das ist richtig. Was müssen Sie als Busfahrer im Fahrdienst beachten? Sie dürfen während des Dienstes und der Dienstbereitschaft keine Drogen oder Medikamente zu sich nehmen. Welche Fahrtüchtige? Ja. Ja. Sie dürfen jedes rezeptfreie Mittel einnehmen, ohne eine Beeinträchtigung Ihrer Fahrtüchtigkeit befürchten zu müssen. Sie dürfen eine Fahrt nicht antreten, wenn Ihre Fahrtüchtigkeit unter Drogen oder Medikamente beeinträchtigt ist. Ja. Alles gut, Niklas. Deswegen machen wir das Ganze ja. Ich Vielleicht wollte hilft gerade dir sagen. das ja irgendwie mal. Auch beim Einschätzen lernen. Fahrradfahren ist es zum Beispiel auch wichtig, wenn du Fahrrad fährst halt, ne? Ja, Und da kannst du nämlich auch Punkte bekommen, wenn du dich falsch verhältst. Auch wenn du noch keinen Führerschein hast. in welchen Zeitabständen müssen Feuerlöcher auf Gebrauchsfähigkeit geprüft werden? Alle 24 Monate, alle 18 oder alle 12 Monate? Ja, aber alle 12 Monate, nee, alle. Ich überlege auch gerade, wann die ausgetauscht werden müssen. Alle 24 oder alle 12? Also, Ja, nee, alle 18, oder? Oder? Nee, alle weil. 2 Jahre würde ich sagen. Jedes Jahr ist, glaube ich, Quatsch. Ja, ich würde auch sagen, alle Ja, alle 24 zwei Monate. Jahre. Also bei uns in der Schule werden die nicht jedes Jahr Florian, ausgetauscht. grüß dich. Ja, ich tue ja, tu ich jeden Tag zur Schule. Siehst du? Also kann dir das hier vielleicht auch schon mal ein bisschen zeigen, dass nicht alle Autofahrer dumm sind, sondern die tatsächlich nach den Regeln fest, aber du wahrscheinlich so das ein oder andere falsch machst. Ich will euch ja nichts hier unterstellen. Oh. Anzeige ist raus. Alle 12 Monate wäre richtig War gewesen. jedes Jahr? Ja, Das ist mir aber anscheinend. auch, das merke ich mir mal. Das wusste ich auch nicht, okay. So, wie schnell dürfen Sie mit einem Tempo 100 Bus auf einer Landstraße höchstens fahren? Ja, 80. natürlich. 80. Haben wir 50. Aber sobald einer steht, nur noch 60. Ein neuer Film.
Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke schön. Das Hast du Wochenende gehört? endlich. Was sagst du? Sobald einer steht, nur noch 60. Ja, genau. Der rennt zum Eiswagen. Böses Kind, böses Kind. Das hat man Und auch der rennt schon schon. wieder hinter dem Auto vor. Ja. Kilometer. Hat man gestern schon wieder. So, wegen des Kindes weiter. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten. Ja. Ich muss warten, ja klar, weil der Fahrradfahrer hat. Du musst generell warten, auch der Fahrradfahrer hätte Ja, warten. genau. Womit müssen Sie rechnen, dass Fahrzeugtüren geöffnet werden? Ja, logisch. Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten, aber selbstverständlich. Dass Ja. Fahrzeuge anfangen, aber sowas von. Das sieht Ja. aus wie in Berlin hier. Ja, total bei Bio vor der Haustür aufgenommen. Und Ah, noch ein guck mal, Film? cool. Warte Oh. mal, bleib mal stehen. Ja, warte, ist jetzt schon wieder Film. Oh, wir waren gerade in München unterwegs. Wir sind gerade in München unterwegs. Ja, auch oh Mensch, du hast es erkannt. Ich bin begeistert. Hey. Die Frage hatten Ja, wir gestern auch Mensch. schon, ne? Ja. Ja, gestern war es noch nicht Oh, da kommt aber Januar. der Radfahrer. Der fährt einfach überholt, dieser Schlawiner. Kannst du immer auf die Ich Aufgabe davor gehen? achte auf Handzeichen des Kutschers. Was? Was? Hallo? Was? So, okay, hier nochmal. Jetzt habe ich das Bild nochmal. Ich finde es ja interessant, diesen Urkubus da hinten. Ne? Ja. Der sieht interessant aus. Das wollte ich nur noch mal betonen. Ach so, schön. Ja, Toll. finde ich auch. Danke. So, also hier kommt zur Aufgabenstellung. So, wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Ich führe eine Gefahrenbremse durch. Ich hupe, fahre weiter, ich beschleunige. Ich Wenn du da machst, beschleunige. B. Und C. Guten Abend, Normale Berliner Menschen Buslinie, haben. grüß dich. Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich? Ah, jetzt wird ein Dings draus. Endlich mal Ich eine Frage achte für auf mich. Handzeichen des Kutschers. Ich überhole mit hoher Motordrehzahl. Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein. Also Also. zweitens ist Quatsch, weil dadurch kannst du die Pferde erschrecken, deshalb darfst du das auf keinen Fall machen. Und möglichst großen Seitenabstand einhalten und auf die Handzeichen des Kutschers achten. Wenn du Gibt zum er denn Beispiel ein irgendwo ab. Handzeichen? Ist er dazu verpflichtet, ein Handzeichen zu geben? Ich Keine glaube Ahnung. ja. Wenn er merkt, dass du hinter ihm bist, ja. Ich weiß aber nicht, ob er dazu. Ja, ich glaube schon. Ja. Keine. Womit müssen Sie rechnen, wenn Weil er ältere hat ja. Personen mit Gehhilfen die Fahrbahn überqueren? Weil, warte mal, es heißt ja so, Fahrzeuge, die über keine Blinkeinrichtung verfügen, muss halt derjenige Hand raushalten. Mhm. Ja, ich weiß halt nicht, ob das so festgesetzt hat ist. Ja, erst So, ist richtig. dass die Fahrbahn langsam überqueren, dass sie auf der Fahrbahn umkehren, selbstverständlich, und dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben, weil sie fertig sind. Ja, aber sollen die Wie wieder viele umkehren? Fragen sind das insgesamt? Insgesamt sind es über 900 Fragen. Ja. Und Bio muss ja am Ende alle richtig können, am besten. Alle Alle auswendig. 900 sollte man können. Und dann kommen nochmal die 900 Fragen von der IHK noch dazu. Na dann. Was sind das für Fragen? Die sind genauso aufgebaut wie das hier, bloß dass es halt so, ja, alles rund um Bus halt ist so, ne? So, Ich würde dann spannend da kommt nach. jetzt ein Fahrgast an und hat jetzt 20 Euro und will jetzt ein Ticket haben, was er für 1,10 Euro kauft. Du hast aber kein Wechselgeld mehr dabei hast. So eine Frage zum Beispiel. Oh, Dann nice! Kriegt er eine Genau, Quittung. genau. Dann gibst du ihm Eine Quittung. Überzahlschein aus. Ja, Und dann er kann sich kann. dann im Service Center oder so, kann er sich das Ganze dann auszahlen lassen, Ja, ein den Kunde Betrag. drin, Ah Das ist so ja. eine Quittung. Ja, so Das eine hatte Quittung, ich ja. mal, das war lustig. Das hatte ich mal, wo ich mir ein Ticket am Automaten kaufen wollte. Da hat er gesagt, ja, der Automat, er hat jetzt nur noch 1 Euro Rückgeld. Ich krieg das 1 Euro Rückgeld und krieg einen Überzahlschein und kann mir den dann auszahlen lassen in der nächsten Servicestelle. Also Ticketautomaten machen das auch tatsächlich, wenn Wechselgeld Aha. alle ist. Ja. Ah, ja, gut. Weil Das denk, ja. Ticketautomaten geben ja keine Scheine als Ja. Wechselgeld aus, zumindest die älteren nicht. Das ist ja erst bei den neuen, dass auch Scheine recycelt werden können, in Anführungsstrichen, und ausgegeben werden können, weil dazu ist spezielle Technik notwendig und irgendwann sind halt die kleinen Münzen alle leer, ne? Als Ja, Restgeld. wir Und haben sogar. Aber kommen wir warte dazu. mal, Namenlast, bei uns sind es auch wieder Kreuzfragen, also wo du ankreuzen musst. Weiß nicht, wie das da bei euch geredet, weil er schreibt nämlich gerade, wo du selber schreibst und nichts ankreuzt. Also das nicht jede Aufgabe. Du hast ja, ich glaube, es sind auch 40 Fragen, die du beantworten musst, aber das ist halt nicht mit selber schreiben oder sowas. Wir haben sogar Busse mit, wo du mit der IT-Karte sogar zahlen So, sie wollen kannst. bei Grün nach links abbiegen. Links neben ihnen will eine Straßenbahn geradeaus weiterfahren. Was ist richtig?
Straßenbahn. Du musst warten, weil die Straßenbahn Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Ja, haben wir Vorfall. Ist das so? Die müssen warten. Richtig. Ja. Willst du mich testen? Ja, ja. Ja, ja. Etwa 80 Meter vor Ihnen hält ein Schulbus auf der Fahrbahn. Können daraus Gefahren entstehen? So. Bestimmt. Schulbus, Werkstag 7-19, 11-13. Ja, weil Kinder nicht immer auf den kürzesten Weg die Fahrbahn überqueren. Ja. Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus auch zu erreichen. Und ja. Nein, ja. Weil an jeder Schulbushaltestelle Schüler lotsen den Verkehr sich hin. Nein. Weißt du überhaupt, was ein Schülerlotse ist? Ich mach die Beschleunigte, genau. Ja, ich weiß, was ein Schülerlotse ist. Das sind dann Eltern, die dann dastehen und dann immer blöd mit der Fahne rumwinken. Nein, das sind Schüler. Ältere Schüler. Ja, früher waren es aber Eltern gewesen. Jetzt haben sie mittlerweile das... Ja, die haben dann ein Stoppschild in der Hand, dann sind sie auf der Straße. Ja, du bist ja auch ein bisschen jünger als ich, Frau. Ja, in den 3 Jahren scheint sich viel zu verändert zu haben. Siehst du, da ist die Mauer gefallen. Findest du? So, also ich hatte IHK-Fragen, wo ich selber schreiben musste. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Ein-Sternen-Bus und 5-Sterne-Bus. What? Was ist denn das? Das ist ja wie beim Hotel denn, ja? Bei einem Mann nahe Paris auf offener Straße enthauptet. Der kopflose Reiter war unterwegs gewesen. Und es war nicht Bio. Nee. So, eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten sie sich? Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein, steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Ich hupe und fahre um die Person herum. Was ist meins? Ja, ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Ja, natürlich. Natürlich, wir sind ja jetzt in dem Test vorbildlich, ne? Steigen wir natürlich aus. Und du sollst dich. Ich habe mir auch sagen lassen, du sollst ihn auch ansprechen, sollst ihn fragen, ob du ihm eventuell helfen darfst, weil du stehst mit deinem Bus, wo du schon 20 Minuten Verspätung hast, stehst du schon da und musst natürlich noch nett fragen: Ja, darf ich dir helfen? Ich würde dich so gerne über die Straße sein. Genau. Ich war heute. In der Realität heißt es beim Bio: Ey, Alter, scher dich vom Bordstein weg. Spielst du noch OMSI 2? Na, selbstverständlich. Hallo, OMSI 2. Kollege hatte gemacht und musste 4 Kreisschutzventile erklären. Im zusammenhängenden Test. Ah, das hatte ich heute gehabt. Widerlich. Ehrlich. Widerlich, diese Scheiße. Wie heißt das? Okay. Das war irgendwie. Heißt denn das? Oh, der Oberbegriff. Ketten. Oh, warte. Da hole ich mir jetzt mein Heft. Da wartet. Kettensäge. So. Ja. Das ist mein Bruder. Ist er durch. Achso. Kinematische Kette. Das war das. Das ist eine kinematische Kette. Und da hast du den Scheiß nämlich drin, da. Ja. Widerlich, diese Scheiße. Echt. Das ist wieder auf den Senkel gegangen heute. Das ist nämlich der Kraftstrang. Aber du weißt schon, was Kinematik bedeutet, ja? Nö. Ehrlich jetzt? Das ist der Durchlauf, wie das Ganze halt funktioniert halt. Von wenn eins anfängt, wo geht das Ganze überall durch? Ja, Kinematik ist halt Teilgebiet der Physik, ne? Und da geht es halt darum, im Prinzip, was? Ja, wenn sich Körper bewegen, wie da irgendwelche Kräfte drauf einwirken. Ja, das könnte ich ja machen. Das müsste ich das mal sowieso. Quasi die Kinematik. Ja, welche Anforderungen müssen Motoröle erfüllen? Okay, also wir sind jetzt aber, welche Folgen kann eine zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im Motor haben? Ne? Was ist natürlich zur Überhitzung des Motors und zum Motorschaden? Ja. Ja, aber selbstverständlich. Genau, so. So, welches Verhalten ist richtig? Der Radfahrer muss warten, ich muss warten. Warte. Ja. Wo? Du musst warten, weil du in den Kreis reinfährst. Der Radfahrer ist bereits im Kreis. Das spielt keine Rolle, ob es ein Kreis ist. Du hast da Achtung.
Ja. Acht und so. Das spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Ach, Kreis ist es oder ist sonst ja immer. gar kein Kreisverkehr, es ist ein kreisförmiger Verkehr. Genau. Ah, ja, sorry, ich habe es nicht genau gesehen gehabt. So, selbstverständlich. Ein weiterer Film. Es regnet. So, oder welcher Regnen. Druckluftbehälter ist für welchen Zweck benutzt? Hatte ich heute auch alles. Hinter dir ist noch ein Bus. Warum machst du ein Kind Scheibenwischer an jetzt? So, Film starten. Nee, zur Aufgabenstellung. Ach So, so. sie möchte die Autobahn verlassen. Wodurch ergibt sich hier eine gefährliche Situation? Durch das Motorrad, durch das weiße Fahrzeug, Ja. durch den blauen Bus? Der blaue Bus, Motorrad. weil weil der ziemlich dicht auffährt. Weil der jetzt reinbiegt, überrollt er den Motorradfahrer. Sollte das nicht ein Film sein? Es war noch ein Film. Das habe ich nicht gesehen. Film starten. Wollte zum Beispiel auch jetzt mal gelernt, ne, was Zusammensetzung mit AdBlue und all so ein Quatsch. Vorderachse, Hinterachse, Dreifächer, Bremse. Ja, der Motorradfahrer ist aber auch eine Gefahr, weil er auf dem Standstreifen fährt. Der Ja, klar. Motorrad ist hier die einzige Gefahr. Nee, der Bus auch, weil er dir hinten reinfährt fast. Nein. Nein, War der jetzt Motorrad. aber in dem Sinne jetzt halt, hier geht es halt um den toten Winkel. Ja, ich weiß, aber. Oh, ein neuer Film. Mann, was ist denn heute los hier? Kino ab. Hobby, hol das Popcorn raus. Ja. Guck mal, da war schon wieder Omsi-KI gewesen. Das war der Schwarze gewesen. Überhaupt Hui! nicht rassistisch zu sein. Der hat es aber spannend gemacht. Da war der Farbige gewesen. So, besser. Ja. So, wie sollten Sie sich Oh. verhalten? Ich fahre vorsichtig rechts am LKW vorbei. Ich halte an. Ja. Ich wechsle jetzt auf den mittleren Fahrstreifen. Aber sowas von. Halte an. Ich rase durch die Baustelle daneben und ramme alles weg. Natürlich halten wir hier an, vorbildlich wie wir sind. Ich hätte mich zwar auch rechts da durchgeschlängelt. Ja, Ja, da wenn hättest der du fast den rückwärts fährt. Roten Der fährt doch nicht mitgenommen. rückwärts, der hat zu So. warten. Aber der fährt doch, der Fokus, rückt. grüß dich. Au, Antonia, Im du seist auch Rückwärtsgang gegrüßt. drin Wie sitzt. viele Theoriestunden hast du pro Tag? Sieben. Sie fahren einen Kraftomnibus mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km auf der Autobahn. Nochmal. Sie fahren einen Kraftomnibus mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km auf der Autobahn. Macht Sinn, oder? Warum müssen Sie in einem Mindestabstand von 50 Meter zum Vorausschauenden einhalten? Weil ich dadurch die Gefahr eines Auffahrunfalls verringere, Ja. dann mehr Zeit zum Reagieren habe, Ja. dann früher am Ziel bin. Hä? Sie macht Was überhaupt keinen Sinn. nicht? So bescheuert, oder? Oh, wieder mal in der Fahrschule. Lieber nicht. Na, Wir dann spielen ich. heute noch Lotus, ja, im Multiplayer. Da könnt ihr alle mitmachen, denn, wenn ihr Da wollt. kann Bio seine Theorie mal in Praxis umsetzen. Genau. So, womit müssen Sie hier rechnen? Alter, den würde ich so weghupen, Alter. Das geht gar nicht, Alter. Den Was linken. macht der da? Keine Ahnung, der steht da Lädt. und. Der lädt doch aus dem LKW, Ja, oder? da stellt er sich ja nicht rechts hin. Warum muss er denn links Ja, stehen? weil er da Würde steht. ich weghupen, die Sau. So, das Motorrad könnte nach links ausscheren. Ja. Wenn jemand die Tür zum Beispiel aufmacht. Fußgänger könnten Ja, vor dem gut, aber Transporter ist die er denn? Fahrbahn überqueren. Ja, das Ja. ist klar. Aber Die das. Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten. Ja. Ja. Aber wenn du hinter dem Motorrad bist, ist doch Wurst, ob du links Nö, aus, ob aber der er links könnte ja aussteht. ausschwenken und dementsprechend könnte eine Gefahrensituation entstehen. Deswegen bin ich also schon bremsbereit. Kurze Frage, wann hat deine Frau mal Fahrschule gemacht? Glaube, ein Jahr später, 2008 musste die gewesen sein. Hattest du deine Fahrschule? Ein halbes Jahr nach dir. Es war aber schon 2008, ich war Ja, es war ein 2007. neues Jahr, aber ein halbes Jahr nach dir. Ich war vor dir fertig. Ein neues Jahr, aber ein halbes Jahr Du nach bist dir. dafür 3 Jahre älter als ich. Ja, siehst du, ich habe die Mauer noch miterlebt. Hast du ihn nicht mehr? Ja, sie nicht, sie ist ja 90er-Kind. Nein, Schande überhaupt. 89, bin 89, Mauerfallkind. genau, Mauerfallkind. Mauer ist immer da, genauso lange, wie ich alt bin. Ich kann es mir merken. Schande überhaupt, Das ist aber mein schön, dass Freund. du dir dann deinen Geburtstag merken kannst, wie alt du bist. Nein, den Mauerfall, die Jahre der Mauerfall, Das ist sowas echt kann ich mir cool. merken, weil du so So. alt bist wie ich. Also hier, das ist Ich für bin dich so zum alt wie Beispiel. die Welche Einheit. Kraftfahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße befahren? Umweltzone frei. Ja, nee, du musst da Alle Busse näher mit rauf. entsprechender Feinstaubplakette, alle PKWs, alle LKWs mit einer entsprechenden Feinstaubplakette. Ja. Alle PKW ist falsch. Weil PKWs brauchen Nein. auch die grüne Feinstaubplakette, beziehungsweise. Ja. Ja.
Aber Eine Feinstaubplakette. die Rode Da gibt's ja das, da das nicht da rot, mehr. gelb und grün frei ist, gibt es auch gar keine andere Plakette mehr. Genau. Doch, Fahrzeuge ohne Plakette, die dürfen trotzdem nicht Oder rein. gibt es noch eine Plakette? Nein, rot gibt's nicht mehr. Also, was nochmal? Gelb sieht man auch Dadurch, dass selten noch. da steht rot, gelb und grün frei, ist das doch Aber vollkommen Unsinn. alle PKWs ist ja auch nicht richtig. Nein. Also nur die, die keine Plakette haben, aber die haben doch dann rot, oder? Nein. Weiß ich nicht. Also alle Busse mit entsprechender Feinstaubplakette dürfen fahren. Alle LKWs mit entsprechender Feinstaubplakette. Ja, alle, wo Meiner die Meinung drei nach haben die auch eine Farben rote Plakette. Sie haben doch draufgeklebt alle haben, eine dürfen rote wir reinfahren. Plakette, oder? Oder Ohne gibt darf es man nicht für mal reinfahren. Oldtimer keine Plakette? Ja, den kenne ich Namen. Das hatten wir heute auch Nein, gehabt. Oldtimer brauchen keine Umweltplakette und Oldtimer brauchen auch keinen, ja, brauchen keine Umweltplakette. Was? Oldtimer brauchen keine Umweltplakette. Dann eine Das müsste da Sonderregel. auch der Zusatz sein mit entsprechender Ja, Feinstaubplakette. das fehlt nämlich hier mit entsprechender Feinstaubplakette bei Ja, alle das gibt's PKWs. bei uns, Ja, ja. genau, deshalb kannst du alle PKWs nicht anmarkern. Wir haben quasi das erfunden, die Umweltplakette. Ja, nur der Schwachsinn aus Stuttgart Aber kommt. gibt es denn Autos, die gar keine Plakette haben? Ich dachte, die haben dann eine rote. Nein, nein, Oldtimer brauchen wie gesagt gar keine Plakette und ja, Also wenn du. Oldtimer brauchen keine Das Plakette, ist aber gedacht, dass. trotzdem darfst du trotzdem damit in die Innenstadt fahren, wenn du das H-Kennzeichen hast. Genau, das ist für Oldtimer die Sonderregelung. Aber Ja. wenn du jetzt meinetwegen Nein, nur. ich mache nicht zusammen mit LKW-Unterricht. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht in die Stadt fährst, dann brauchst du, glaube ich, auch keine Umweltplakette. Nö. Weil Nein, die geht doch. ja nur bei Umweltzonen. Genau. Und Sobald ich. wenn du. Also, was das Absurde ist, Elektroautos brauchen eine Umweltplakette. Im Gegensatz zu Oldtimern. Naja, das ist wieder. So, warte mal, in welcher Stadt sind wir, Bio? Es gibt Vaterstaat wieder. Keine Ahnung, sehe ich noch nicht. Doch, du hast eben die Straße mal schon gelesen, deshalb Ist wusste der ich es. Schwachsinn mit einem anderen? Dresden. Ja, Hobby hat es hier keinen. Warst du in Dresden? Ja, Dresden. Mmh, schön. Jetzt der Beste in Wie Christendom verhält es sich jetzt richtig? anscheinend. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen, ich bremse weiter ab. Ich fahre gleichmäßig weiter, aber sowas von. Gleichmäßig weiterfahren. Da kommt der Naja, Fahrradfahrer. gib Bäm. ihm. Ich bremse weiter ab, weil der Fahrer droht ja schon da reinzufahren auf der Straße. Ich überfahre die Frau auf dem Zebrastreifen und gebe extra Gas. Und hupen, lass die Hupen, Fersen. hupen, ja, Hupen. und schrei aus dem Fenster. Ey, Ja, du, das meine ist ja Packung bleibt Berliner, stehen, ich komme nicht. So, wie verhalten Sie sich? Weiterfahren, auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben? Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern? Das ist auch eine Taktik. Frühzeitig abbremsen, um die Fußgänger deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche. Frei natürlich. Ja. Wobei Berliner würden eins oder zwei auf jeden Fall machen. Zwei ist so der gängige. Ja, okay. Du bist ja der Ja. Experte, was sowas Da angeht. warte ich auch, bis Wegen Auto Eignis. anhält. Wie lange dürfen Sie im EU-Bereich ohne Pause einen Bus höchstens fahren? 4,5 Stunden, 5,5 Stunden, 5 Stunden. Fünfeinhalb, glaube ich, ne? Oder viereinhalb? Ich bin der Meinung, dass es 4,5 waren. Also beim Bus weiß ich es nicht. Aber ich würde irgendwie. Ja. Super! Heute haben wir schon in der Au. Zeit was Ja, gelernt. klatscht mir da schön auch schön auf den Nacken, sodass sie die Nickgleiche abbricht und dann. Das ist Aber immer gut. auf was für ein Zuckerguss bist du denn? Ich bin eine Zucker. kleine Muschi. Ja, ich merke schon, wenn man nicht mal mehr die Schulter klopfen darf. Sie fahren mit Ihrem Fahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit in einem Stau. In welchen Fällen ist der Kupplungsverschleiß am geringsten? Fahren in einem Kleingang möglichst ohne den Einsatz der Kupplung, langsam fahren mit schleifender Kupplung oder ständiges Anfahren und Anhalten? Naja, das, also warte mal, ich soll ich die Frage beantworten, weil ich bin ja jetzt kein Experte, was das angeht, ne? Ja, bitte, Experte, mach mal. Nee, ich bin halt kein Experte, was das angeht. Also ständiges An- und Ab Abfahren und Anhalten kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil dadurch wird ja gerade erst die Kupplung, denke ich mal, verschleißt. Ja. Langsames Fahren mit schleifender Kupplung, ja, kann ich mir am ehesten. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn die Kupplung schleifen lässt, geht sie ja auch kaputt. Und wenn du mit einem kleinen Gang Und was möglichst haben ohne wir für Einsatz der Worte? Kupplung fährst, dann denke ich mal, ist das am effizientesten. Ja. Weil Das ist meine Frau im Hintergrund, ja? Ich habe eine Frau, stell dir vor. So, es ist natürlich Punkt A, richtig, ich fahre einen Ja. kleinen Gang möglichst ohne den Einsatz der Kupplung. Also, das bedeutet so, wenn du merkst, okay, du fährst jetzt so, das ist so ein Stop-and-Go, ja, dann haust du den zweiten Gang rein, lässt die Kupplung los, ne, und fährst dann ganz gemütlich da, weiß ich, kurz Ja, vor 20, so, ne? manche hauen die Mhm. Kupplung rein, da quietscht immer so komisch.
Nein, das ist nicht die Kupplung, das ist dann teilweise manchmal der Keilriemen, Ach so. der quietscht. Die Kupplung hört man nicht, ne? Doch, die Kupplung hörst du, wenn sie. Ja, gut. Ja, das meinte ich, ja. Das ist das, danke für die Das ist das, wenn du die Gang gerettet gekriegt hast. Oder? Ja, wenn er abmobbt halt, ne? Nee, dann hört sich das so an. Das ist dann wirklich, wenn Warte du. mal. Nee, kannst jetzt nicht Kann ich aufnehmen, noch du mal Sau. aufnehmen? Kann ich noch mal Das ist, wenn du die Kupplung nicht komplett durchgetreten hast und dann versuchst, den Gang zu wechseln. Dann macht man diese Geräusche. Also das, Genau. das muss ASMR ich auf mit jeden Fall Bio. Ja, ich Ab morgen im Soundboard verfügbar, würde ich mal Ah, sagen. das ist immer Crafted, das ist die Fahr-App von meiner Fahrschule. Die smarte Fahrschule GmbH. Wer ist beteiligt an einem Verkehrsunfall? Eine Person, die den Unfall verursacht hat, eine Person, deren Ja. Verhalten zum Unfall beigetragen haben kann, Ja. ein Zeuge, der Aussage zum Ablauf machen kann. Also Nein, 1 und eins und 2, zwei. ob der Zeuge jetzt Zeugen direkt bin ich als mir jetzt nicht Beteiligter, sicher. also er ist eigentlich kein Beteiligter, er ist im Prinzip ein Zeuge, ne? Es ist Ja. jetzt zumindest, ne, Beteiligter ist er nicht, aber es wäre Er ist schön, ja wenn er nicht direkt trotzdem da ist. Genau, Indirekt das ist ja halt jetzt. beteiligt, weil er ja ein Zeuge ist. Genau. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten, der grüne PKW muss warten. Ne, du musst Schneller, warten, weil es schneller, eine naja, natürlich. abknickende Hauptstraße ist, die ja Leute. quasi auf der Hauptstraße weiterfährt und du auf der Nebenstraße Du fährst. musst schon Ja. instant sehen, das Schild, alles klar, du musst warten. Ja, Das, genau. ja, nicht lange rum, einfach, du musst warten. Das heißt Ich will es einfach ja immer noch stoppen. erklären, weil wir haben hier Wir auch haben jüngere Zuschauer. bei uns in der Klasse, ja, der gerade, der hat sich die ganzen Fragen alle auswendig gemerkt. Der liest bloß die ersten ein, zwei Wörter und sagt so, BC. Ah Ist ja. aber auch nicht richtig, Nee, weil natürlich ist es manchmal nicht richtig. Weil er ist drehen die nämlich. in der Prüfung die Zeichen um. Na, da krieg ich da vielleicht auch noch hin. Aber der macht das schon zum dritten Mal, weil er es halt nicht erklären kann. In manchen Fällen musst du ja erklären, wieso, weshalb, warum. Wollen die dann komischerweise wissen? Frag mich nicht, aber. Ja. Kurze Message an Bios Frau, schöne Grüße von Namelast. Schöne Grüße von Namelast. Soll ich dir Er ausrichten? weiß leider nicht, wie sie heißt. Nee, das ist auch Ach, richtig so. süße. 750. Wir haben heute gesagt, Andrea es heißt ist immer 750 Kilo. Mal gucken. Sie besitzt nur die Fahrerlaubnis der Klasse B und D. Alles klar, schon meistens 750, weil mehr darfst du nicht. Weil BE Ja. ist alles über 750. Also. Ja gut, wenn Sie so spendabel sind, Haben wir kein gestern schon Problem. gehabt, die Frage. Oh, Viel Vorfuß. Erfolg bei diesen Pipi-Fragen. Einschaltungszeichen MFG Was ist Daniel. der höchste Danke. Vielen Dank für 5 Euro. Mensch, danke, Fokus. Ja, die Fragen sind teilweise wirklich pipi hier. Also. Oh, jetzt, das hat man schon mal. Los, fahr so schnell. Na, ganz Ablendlicht einschalten. Natürlich. Und? Warnlicht, Warnblinklicht auch gut. Aufsetzen. Was ist noch? Sonnenbrille abnehmen. Natürlich, die Sonnenbrille runter. Also, ich setze im Tunnel erst die Sonnenbrille auf, Ich damit ich da setze so sie jetzt durch auf. die Karre. Oh, woran können Sie erkennen, wann Ihr Fahrzeug zur nächsten Sicherheitsprüfung vorgeführt werden muss? An der Prüfplakette, auf dem amtlichen Kennzeichen, Ja. an der Ja. Eintragung in der Zulassungsbescheinigung, Ja. am SB-Schild mit der Prüfmarke. Auf jeden Fall Was ist denn das eins. SP-Schild? Was für eine Briefmarke? Das hatte ich erst heute gehabt. Weil hier auch nicht Wo ist denn steht. das SP-Schild? Ja, weil hier nicht steht, wähle ich das mal einmal. Das könnte nämlich auch Bus sein. Ah, guck mal, es ist nur Bus tatsächlich. Das SP, das ist der Aufkleber, der ist hinten am Heck dran. Du hast hier unten das Kennzeichen, ne, wo der ganz normal zur Prüfung muss. Und hast du oben neben dem Fenster so ein kleines Schildchen. Ach so, ich dachte, das war Quasi das. die HU-Schilder. Genau. Ich dachte, das ist diese Ja, Prüfplakette. aber die heißt wahrscheinlich anders hier. Das ist, ich glaube, auf der Prüfplakette, das ist ja diese HU und AU. Ne, ist ja der normale TÜV. Und der ist dann auch natürlich in der Zulassung damit eingetragen. Ich dachte jetzt. Weißt du, was SP heißt? Sicherheitsprüfschild. Ja, genau. Das andere heißt nämlich TÜV. SP sagt doch alles, genau. Gut, wieder ein bisschen schlauer geworden. So, wir meckern Ja, uns die voll. Frage. So, welche Fahrzeuge dürfen denn so gekennzeichneten Sonderfahrstreifen benutzen? Busse. Linienbusse. Und E-Autos. Nein, E-Autos nicht. Das Schild sagt nicht, dass E-Autos diesen Fahrstreifen explizit Das benutzen ist nur dürfen. für den Bus, Also, genau. Busse. dann muss ein Papa, das Zusatzschild ist eine sein Busspur. für E-Autos Weißt doch, dass freigegeben wenn einfach oder eine dieser, Busspur ist, dann nennt man dürfen auch den, Krankenwagen und Fahrrad. Ja, Grüner aber Streifen oder jetzt so. auf diesem Schild Man steht speziell dahinter. war jetzt nur Bus abgebildet. Bei den anderen ist unten meistens immer noch ein Krankenwagen abgebildet gewesen. Nee, Krankenwagen nie, Doch.
da steht meistens noch Taxifahrer frei oder Taxis frei. Ja, aber Krankenwagen als Einsatzfahrzeuge dürfen generell als Zusatzschild die Kennzeichen. Aber CE, ich weiß das. Also Einsatzfahrzeuge mit blau. Ja, ich wusste es auch. Ich habe das jetzt tatsächlich jetzt nur nicht in Verbindung jetzt mit der HUAU jetzt. Ich habe jetzt wirklich gedacht, naja. Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht dürfen auch die Busspur benutzen. Ich weiß nicht, ob das gekennzeichnet werden muss. Das ist halt nein, das muss nicht gekennzeichnet werden. Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht dürfen überall langfahren. Warte mal, SP ist alle 3 Monate, wenn Bus älter ist als 3 Jahre, wenn jünger alle 6 Monate. Komplett richtig, Namelass, hast du recht. So, welche Tätigkeiten können beim Fahren zu risikoreichen Ablenkungen führen? Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtungen, die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät, das Schreiben einer Textnachricht. 2 und 3. Telefonieren mit Freisprecheinrichtungen. Alle 3. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine Frau, die ruft dich jetzt an und macht dich selig fertig. Dem Moment bist du abgelenkt, ja, pustest dich auf und dann. Aber. MR-Ticket ABC bitte. Aber die Sprechanlage ist doch erlaubt. Ja, es hieß ja nicht, was verboten ist, die Frage, sondern was lenkt dich ab? Ach so. 2 verschiedene Themen. So, welches Dokument müssen Sie im Gelegenheitsverkehr auf Verlangen zuständiger Personen zur Prüfung aushändigen? So, das hatten wir gestern schon mal. Könnt ihr euch dran erinnern? Ja, alle 3. Nein. Die Zulassung und die Genehmigung für den Gelegenheitsverkehr. Ja. So, wie sollten Sie sich hier verhalten? Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bremsbereit bleiben und unvermindert weiterfahren. Bremsbereit bleiben. Weil der läuft zwar gerade weg von dir, aber er kann ja nochmal umdrehen. Das sind ja kleine Kinder. Ja, so klein, sieht nicht aus. Aber man und? Muss immer auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, ehrlich? Aber selbstverständlich. Kinder sind eine Gefahr. Da fährst du automatisch, gehst du automatisch immer in Schrittgeschwindigkeit, sobald du Kinder irgendwo am Straßenrand hast. Nö, ich nicht. Ich mache das in der Regel, versuche ich ein bisschen weiter Platz zu lassen, dass falls Kinder sich da schubsen, sie können sich einfach mit der Fresse auf die Steine fliegen, da passiert mir nichts. Aber guck mal, das ist ja auf der Gegenfahrspur. Insofern. In der Fahrschule möchten die aber so da haben, dass Kinder immer eine Gefahr sind. So, wie sollen sie sich hier verhalten? Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bremsbereit bleiben oder unverändert weiterfahren? Dann natürlich auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, würde ich mal sagen. Zu oder? Einfach, oder? Zu einfach. Das ist genau die gleiche Frage gewesen, einfach nur ein anderes Bild. Da würde ich sagen, auf Schrittgeschwindigkeit. Nee, das andere war jetzt auch. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen? Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann. Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren. Oder ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt. Aber selbstverständlich. Na los, mach rein jetzt hier. Sie müssen ein defektes Rad demontieren. In welcher Reihenfolge sollten Sie vorgehen? So. Wie, in welcher Reihenfolge muss Fahrzeuge gegen Wegrollen. Ja, pass auf, nein. Fahrzeuge gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen, Fahrzeug anheben, Radmutter lösen, Radmutter herausdrehen. Zweitens, Wagenheber ansetzen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Radmutter lösen, Fahrzeug anheben, Radmutter herausdrehen. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen, Radmutter lösen, Fahrzeug anheben, Radmutter herausdrehen. Eins, zwei oder drei. Eins. Ja? Da fehlt noch Warndreieck aufstellen, wenn es unterwegs ist. Steht ja hier nicht, dass unterwegs. Ich würde eins sagen, oder? Oh, in dem Falle würde ich fast behaupten, User joined your channel. Dass es nämlich der zweite Fahrzeug, ist. Nein. Du löst nämlich die Radmutter, wenn der noch auf der Straße steht. Ja, aber du musst es erstmal gegen Wegrollen sichern, oder? Drei ist richtig. Oh, schreib bitte nicht so. Entschuldigung. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen, Fahrzeug anheben, Radmutter lösen. Lösen, Fahrzeug anheben. So. Aber jetzt wird's zu spannend hier. 1, 3, 3, 1, AC, 3, C, 3, 1 oder 2, ja Bio 3. Du kannst ja die Mutter erst lösen, wenn das Fahrzeug angehoben ist. Aber du musst. Nein. Du drehst sie nicht raus. Du löst sie nur und dann hebst du das Fahrzeug an und dann drehst du sie erst heraus. Geht es dann leichter? Ja, weil du kannst, wenn der gehoben ist, kannst du. Geht nicht. Aber als erster Stelle musst du das Fahrzeug wegrollen. Genau, ja, aber das steht ja bei dem ersten und bei dem zweiten steht es da so drin. Wagenheber ansetzen, Fahrzeug anheben ist Quatsch halt, ne?
Ja, na gut, du hast recht. Aber ist ihm jetzt schon wieder warm? Ja, probier mal. Vielleicht. Hast du Fenster offen? Ja, aber ich habe meinen dicken Schlafsack wieder genommen. Ah, gut. Oh, gut. Was müssen wir hier machen? Schon wieder? Kommen die öfter in einem Ding? Ja. Schon wieder? Ernsthaft? Was ist es? Ohne Licht. Nein, ich fahre mit Ablendlicht. Ich fahre ohne Licht, natürlich. Im Dunkeln ist gut munkeln. Worauf ist dieses Verkehrszeichen hin? Oh. Klar, Anfang einer Autobahn, ja klar. Auf das Anfang einer Kraftfahrstraße. Autobahnschild. Auf den Anfang einer Autobahn, selbstverständlich. Genau. Sie möchten aus einer Parklücke am Fahrbahnrand ausfahren. Worauf müssen Sie besonders achten? Auf spielende Kinder am Fahrzeug. Also, ja. Da sind wieder Kinder drin, instant einfach schon angeklickt. Auf das mögliche Ausschwenken meines Fahrzeugs? Hm, eigentlich eher nicht, oder? Auf den fließenden Verkehr. Ja. Ich würde sagen, alles drei ist, oder? Ausschwenken des Fahrzeugs kann auch sein. Ja, also, aber, ja doch, der Bus, Busse können ja ausschwenken. Er steht aber wieder nicht gezielt da, ob das wieder Bus ist oder ob das wieder normal PKW ist. Ja, dann musst du ja mit allem rechnen, auch wenn du LKW fährst. Ja, das stimmt. Außerdem, also so Kleintransporter können ja auch ausschwenken. Phasus kopiert meine Sprüche. Guten Abend, Simo Gamer, grüß dich. Alles drei ja, tatsächlich richtig. Ja, das werde ich mir mal makern, weil mein Gedenkbus. Hätte ich tatsächlich kommst du in 21 Meter Bus, aber achtest nicht auf die Parklücke. Ein Film. Hello. Action. Ach so, okay. Habt ihr gesehen? Die Straße verengt sich. Wow. Ein Münchner Bus. Welches Verhalten ist richtig? Nach links ausscheren, verzögern, beschleunigen. Verzögern natürlich. Ja, aber selbstverständlich. Weil der Bus ist ja schon näher dran als du. Ja, sieht aus wie ein außerdem lässt man normalerweise, wenn man sozial ist, die Busse durch. Ne? Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Windwechsel zu rechnen? Während der Abenddämmerung und im Morgengrauen. Ja, aber sowas von. Womit müssen Sie hinter der Straßengruppe rechnen? Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das mein Fahrstreifen mit benutzt. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein. Auf meinem Fahrstreifen kann ich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden. Alles 30. Ja, aber sowas von. Ja, weil man sieht ja nicht, was über dem Berg ist. Ja, es gibt sogar 21 Meter Habt lang ihr Capacity. Bei Firma Gelenkbus Bio? Ja, wir haben den Capacity, ja. Das stimmt. Bio freut sich schon. Ja. 21 Meter Bus, alter Falter. Da hat so ja mein Fahrlehrer schon so ein bisschen schlucken müssen. Wo er ihn gesehen hat. Oh, okay. Aber worauf weist dieses Verkehrszeichen Kombination hin? Auf einen Bahnübergang? 160 Meter, 80 Meter oder 240 Meter? Ja, Bio, jetzt werden wir mal überlegen, wa? 160. Da muss man nicht überlegen. 160 oder 3. Ich sage zwar dazu nichts. Ja, 1, so. 8, 2. Oh. Jetzt wird's interessant, Leute. Wie haben Sie sich zu verhalten? Nur den Radfahrer in gleicher Richtung durchfahren lassen, beide Radfahrer durchfahren lassen oder hupen und vorbei den Radfahrern abbiegen? Beide Radfahrer durchfahren lassen, weil es ein Fahrradweg in beide Richtungen ist, wie das Schild unter dem Fahrradweg kennzeichnet. Du Phasus, selbst wenn das nicht wäre, würde man einfach, wenn man die Sicherheit, wenn man Sicherheit auf Sicherheit gehen möchte, würde man trotzdem beide durchfahren. Also ich würde das so machen. Müsste es aber nicht. Nee, müsste nicht. Aber trotzdem hättest du Schuld, wenn du Fokus schreibt C. Ja, ich als Berliner würde das tatsächlich machen, weißt du? Ich würde vielleicht noch die Handbremse noch nehmen. So, weißt du? Aber in dem Fall sind ja die armen Radfahrer, ne? Naja, beide aber Radfahrer durchfahren. Normalerweise dürfte er ja nicht auf der entgegengesetzten Richtung fahren. Also dieses Schild macht es erst legal für die beiden Radfahrer. Spielt trotzdem keine Rolle. Es sind Radfahrer. Ja, man hat immer schon als Autofahrer, egal ob man... Genau, es sind Radfahrer. Egal, das ob ist schön du musst das Einzige, wo du nur Teilschild hast, ist, wenn die über einen Zebrastreifen fahren, also wenn die mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen fahren und nicht laufen. Dann du hast musst immer mit Fehlern von anderen rechnen. Genau. Fakt. So. Hier ist witzig, tatsächlich, ich war ja nun schon 2007 halt bei einer Fahrschule, ja. Dieses Schild, ja, kannte ich ja. Oder, ne? Genau. Das kenne ich. Ich habe immer gedacht, dass auf der anderen Seite genau das gleiche Schild steht, bloß umgedreht. Dass der da den schwarzen hat und wir denn den roten. Ich wusste nie, dass auf der anderen Seite das blaue Ding dazu steht. Als ob. Wusste ich nicht, wirklich nicht. Ja. Nein, das hat ja den einfachen Grund, dass blau quasi in dem Fall dann für Vorfahrt stehen würde. Genau. Und rot, ich wusste es aber damals nicht, ja. Und da, ja. Das Witzige ist, weißt du, das hast du denn so da. Bist du bescheuert, das hast du nicht aufgepasst. In dem Moment
sagen. 3, 4 Leute, irgendwann, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Oh mein Gott. Ist eine Gefahr. Heißt, Achtung, Gegenverkehr. Und du bist zum Einhalten verpflichtet. Genau. Ja. Genau. Genau. Also Geschwindigkeit vermindern, notigenfalls anhalten. Selbstverständlich. Hast du das Schild denn schon mal in echt gesehen? Na, natürlich. Das ist ja, hast du bei jeder Baustelle eigentlich in der Regel. Ja. So, ein Bus hat 15 Fahrgastplätze. Wie viele normgerechte Verbandsgäste müssen mindestens vorhanden sein? Ein Verbandsgäste. Einen. Ja, aber selbstverständlich. Genau. Gibt nicht ab 16 Fahrplätze zwei. Ich übrigens, ich hatte auch letztes Mal nachgefragt gehabt. Wir hatten nochmal dieses Thema mit den Feuerlöchern gehabt, ne? Ja. Also, bei einem Doppelstockbus muss auf jeder Etage ein Feuerlöcher sein. Oh, okay. Also der oben, also der Doppelstockbus hat oben auch nochmal ein Feuerlöcher. Okay. Ja? Ja, weißt du warum? Und bei Gelenkbussen? Bei Gelenkbussen reicht tatsächlich einer. Weißt du warum bei Doppelstockbussen oben einer auch ein sein muss? Ja, weil wegen, es kann ja sein, wegen der Treppe, dass, meiner Meinung nach. Du kommst, es kann ja sein, dass genau die obere Etage nicht begehbar ist und deshalb muss trotzdem in der oberen Etage einer vorhanden sein. Aber gut, das wussten wir, da hatten wir uns ja gefragt. Einer pro Fahrgast, bitte, Malte? Wie viel willst du da drin haben? Wenn dein Bus 150 Plätze hat, dann kannst du doch nicht 150 Verbandskästen mitnehmen. Wir reden nicht von Schwimmwesten, wir reden von Verbandskästen. Wo willst du die lagern? Ja? So. Darf viel schneller als 60 km gefahren werden? Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist. Ja, wenn die Fahrbahn nass ist. Wow. Eine Frage. Wow. Die Tätigkeit als Berufskraftfahrer erfordert das Absolvieren einer Grundqualifikation und die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildung. Wo finden Sie die Angaben zur Befristung Ihrer Grundqualifikation zum Berufskraftfahrer? Auf der Fahrerkarte, auf der Internetseite des Kraftfahrbundesamts KBA oder auf dem Führerschein? Auf dem Führerschein. Ja. Und nicht auf der Internetseite? Bist du sicher? Ich denke mal auf der Internetseite auch. Es gibt keine Internetseite für ein Kraftfahrbundesamt KBA. Also nicht da, es sind auf jeden Fall nicht vermerkt. So, okay. Beim Doppeldecker müssen zwei sein, genau. Das sind halt so Dinge, keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht. Was, wenn Fahrgäste stehen nicht? Wie, wenn Fahrgäste stehen nicht? Hä? Verstehe ich jetzt leider nicht. Ich auch nicht. Warum kann Überholen auf unübersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Weil der Überholweg länger ist als angenommen, Gegenverkehr schneller fährt als angenommen oder Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen. Ja, Gegenverkehr schneller. Ja, aber sowas von, ne? Also, warte, ist Quatsch, oder? War ich mir gerade nicht sicher, weil ich die Antworten, glaube ich, falsch verstanden habe, aber alles gut. Die dritte war ja dann langsamer fährt als angenommen. Das ist ja Quatsch. Ja, genau. Ja, das habe ich halt irgendwo nicht gelesen. Das war halt so komisch bei mir gerade. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen? Wild überquert unerwartet die Fahrbahn. Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall. Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten. Niemals. Niemals. Ja, also das kenne ich auch. Alter. Also neu angelegte Straßen muss man darauf achten. Wenn die natürlich eingezäunt sind, dann geht es auch. Aber ansonsten nicht. Wann dürfen Sie einen unbeschränkten Bahnübergang mit Blinklichtanlage überqueren, nachdem ein Zug durchgefahren ist? Sobald der Gegenverkehr anfährt, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet. Sofort nach Durchfahrt des Zuges, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet, wenn das rote Blinklicht erloschen ist. 1, 3. Nein, 1 nicht, 3. Natürlich. Ja, Mann, ich mach doch nur Scherze. Ja, die Leute, die, weißt du, die nehmen das auf und dann glauben die dir das nachher. Also beim Thema Bahnübergang verstehe ich keine Scherze, Dennis. Unfälle, wie es gibt. Ja, okay, da muss ich dir recht geben. Sie fahren ein beladenes Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Auf einem starken Gefälle nimmt die Geschwindigkeit trotz eingeschalteter Dauerbremse kontinuierlich zu. Was sollten Sie tun? Ich bremse mit der Betriebsbremse ab und schalte in einen niedrigen Gang. Ich schalte die Dauerbremse aus und nutze nur die Betriebsbremse. Ich bremse mit der Betriebsbremse ab und schalte in einen höheren Gang. Jetzt will ich wissen, was der Chat antwortet. Jetzt will ich wissen, was der Chat antwortet, weil wir kennen die Antworten. Nein, wir kennen sie nämlich auch nicht, weil wir sind damals nämlich mit einem Bus, der automatisch Getriebe hatte. Ach so, jetzt sind wir mit einem manuellen Schaltgetriebe unterwegs. Ich würde sagen, niedrigerer Gang. Na, aber sowas von. Ich bremse mit der Betriebsbremse ab und schalte in einen niedrigen Gang mit eingeschalteter Dauerbremse. Genau. Sage ich genau das Gleiche. Und? Ja, war richtig. Was war dieses Höhe jetzt? Nein, weil hätte ja sein können, dass das so wirklich falsch ist jetzt. Mhm. Warum hast du die Frage 62 schon gemarkert? Weil wir die schon mal hatten, dann wahrscheinlich die Tage. Kommt nämlich wieder das mit der Leermasse.
Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse D. Ihr Bus hat folgende Daten: Leermasse 13.750 Kilo. Weil es ist hier Klasse D. Klasse D darf nicht mehr. Nee, nee, das war eine andere Frage, auch in dem Zusammenhang. Aber dadurch, dass es wieder D ist, da darfst du nicht mehr als 750 Kilo. D. Das hatten wir schon. Sie möchte eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich? Großen Seitenabstand, hoher Motordrehzahl, wenig Lärm. Hohe Motordrehzahl, die Pferde werden sich auch nicht. Aber hier ist nicht das Handwinken oder das Handzeichen, sondern hier ist wenig Lärm. Wow. Frage ist uns identisch. Wo können Sie die Angaben zur Prüffrist eines im Fahrzeug mitgeführten Feuerlöschers finden? Auf dem Klebesiegel in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, auf der Instandhaltungsnachweis des Feuerlöschers, auf der Prüfplakette am Feuerlöscher. Auf der Prüfplakette am Feuerlöscher. Das weiß ich, aber ist na gut, Instandhaltungsnachweis ist ja was anderes, also das wird es nicht sein. Ja, aber hast du sowas im Bus? Auf dem Feuerlöscher, auf jedem Feuerlöscher steht genau drauf, die genau. Prüffrist. Nee, ich glaube, sowas hast du nicht unbedingt dabei, außer du hast daneben noch so ein kleines Büchlein. Ich würde jetzt tatsächlich, auch nur sagen, nur auf der Prüfplakette, oder? Ja, eigentlich schon. Nee, guck mal. Auf dem Instandhaltungsnachweis des Feuerlöschers. Aber wer hat denn den? Nee, das ist eine gute Frage. Die Firma wahrscheinlich, oder? Wenn ich aber mit dem Bus unterwegs bin, was soll ich denn wissen, dass das... Kannst du auf die Prüfplakette schauen. Tatsächlich wusste ich das jetzt nicht. Ich habe es gemailt gerade auf jeden Fall. Ja. So, das Reifendruckkontrollsystem RDKS zeigt Ihnen einen Druckverlust an einem der Zwillingsreifen an. Wie sollten Sie sich verhalten? Ich brauche die Anzeige nicht zu beachten, da der andere Zwillingsreifen das Gewicht trägt. Ich halte an der nächsten geeigneten Stelle an und führe eine Sichtprüfung durch. Ich lasse den Schaden bei der nächsten Inspektion beheben. Bayern 3. Ja. Also wenn Zwillingsreifen, wenn der Druck beim einem Zwillingsreifen losgeht, dann schlackert der Bus. Ich lasse den Schaden bei der nächsten Inspektion beheben? Ja. Bei der nächsten Inspektion in einem halben Jahr? Achso, ne, nächsten Inspektion? Ja, keine Ahnung, bei der nächsten Werkstattfahrt halt, ne? Steht nicht da. Das ist halt wieder diese unkonkrete Fragen. Genau, also unkonkrete Antwortgebung. Also ich halte an der nächsten geeigneten Stelle an und führe eine Sichtprüfung durch. Genau, wenn ich da sehe, da ist Druckverlust drin, okay. Haben wir. Brauchen die Anzeige nicht zu beachten, können wir ja davon ausgehen, das ist Quatsch. Ich lasse den Schaden bei der nächsten Inspektion beheben. Weil der Dortmunder sagt B. Jo, hör mal auf, ich würde auch gerne einen rauchen wollen. Ja. Ich kreuze das mit an. Kann ja nicht schaden. Das Problem ist halt, wie gesagt, reden wir jetzt von... Danach denn, oder reden wir... Genau, das war es nämlich wirklich. Ja, war richtig. Nein, das ist falsch. Ich lasse den Schaden bei der nächsten Inspektion beheben, ist falsch. Naja. Reifen warnt nur bei einem erheblichen Druckverlust. Wenn dieses System warnt, solltest du an der nächsten geeigneten Stelle schauen, ob du deinen Schaden an einem der Zwillingsreifen erkennst und wirklich bei der nächsten Gelegenheit auch den Reifendruck überprüfen. So kannst du größere Schäden mit allen damit verbundenen Gefahren und Verspätungen vorbeugen. Ja, toll, das ist genau die Antwort, die ich haben wollte. Ja, eine Fangfrage. Ja. Auf der Fahrbahn befindet sich Öl. Wie sollten Sie sich verhalten? Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken. Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus und ich informiere die Feuerwehr. Also ich vermeide starkes Bremsen auf jeden Fall, weil Öl rutscht ja. Und? Auf das zweite bin ich mir nicht sicher, aber... Nein, das zweite ist Quatsch. In diesem Beispiel weiche ich bestimmt nicht auf die linke Fahrbahnhälfte aus. Ich informiere die Feuerwehr über... Genau, ihr musst du auch informieren. Als eine Gefahr für Leib oder Leben. Genau. Das bezeichnet man Platten. Nicht unbedingt. Kommt darauf an, wie stark der Druckverlust ist. Ich weiß nicht, wie viele Fragen wir machen heute. Wieso funktioniert der Host nicht? Das weiß ich nicht, welcher Host. So, Ihr Bus ist an allen Sitzplätzen mit vorgeschriebenen Sicherheitsgurten ausgerüstet. Sie fahren im Gelegenheitsverkehr. Was ist richtig? Sie sind verpflichtet, Ihren Sicherheitsgurt anzulegen. Die Fahrgäste müssen auf die Anlegepflicht hingewiesen werden. Sicherheitsgurte brauchen innerorts nicht angelegt werden. Das ist eine gute Frage. Sie sind verpflichtet, Ihren Sicherheitsgurt anzulegen. Das ist ja schon mal der Busfahrer, ne? Ja. Was hat unser Busfahrer letztens gesagt? Die Fahrgäste müssen auf die Anlegepflicht hingewiesen werden. Natürlich. Genau. Ja, sie müssen mal, hingewiesen werden. Aber jetzt ist die Frage, hingewiesen werden, dem das gesagt wird, oder reicht es einfach, wenn dieses Anschnallzeichen da aufleuchtet?
Nein, sie müssen es trotzdem nochmal angesagt werden. Das ist tatsächlich so. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, als Beispiel, Autokraft hat in Kiel, die haben da Busse mit Anschnallgurten. Da wird nicht darauf hingewiesen, dass man den Gurt anlegen soll. Und der Bus fährt innerorts und auch außerorts, also kurze Landstrecken. Aber weist nie darauf hin, dass man den Gurt anlegen soll. Aber du bist natürlich verpflichtet, das darauf hinzuwiesen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob innerorts der angelegt werden muss. Anscheinend ja. Er muss nicht immer angelegt werden. Ja. Mhm. Außer bei den E-Bussen. Kein Anschnallgurt haben. Es geht nur darum, wenn ein Bus Sicherheitsgurte hat, ab dem Punkt, wenn ein Bus Sicherheitsgurte hat, musst du die Fahrer drauf oder die Mitfahrer drauf hinweisen. Sei es ein Linienbus, sei es ein Flixbus, sei es irgend so ein räudiger, weiß ich, Touristenbus, scheiß. Aber willst du einen Linienbus mit Anschnallgurt mit zu jedem? Es ist doch, ja, es ist doch wieder was anderes. Ja. Es Theorie ist, genau. Ja. Sie fahren in einem Bus im Gelegenheitsverkehr. Fahrgäste bitten Sie, eine Pause einzulegen. Was ist zu beachten? Der Halteplatz ist so zu wählen, dass Fahrgäste beim Aussteigen nicht gefährdet sind. Pausen dürfen nur dort eingelegt werden, wo öffentliche Toiletten vorhanden sind. Kurze Malte, wir sind hier nicht auf Twitch, bei Instagram, Genau. Bei YouTube. Bio, darf ich fragen, wie deine Theorielehrer heißt bei der Smarten? Oh, frag mich mal jetzt nicht. Warte mal, Stefan. Irgendwie Stefan heißt er. Stefan. Ja, ich kann nicht. Ich sagen, Datenschutz. Nein, den Nachnamen sage ich nicht. Na gut. So, jetzt habt ihr alle Namen Stefan im Kopf. Ja, schön, okay, schön für Stefan. Stefans. Ich werde gleich nachgoogeln, werde gleich Stefan angucken. Das ist so zu wenig, dass Fahrgäste beim Aussteigen nicht gefährdet sind. Pausen dürfen nur an dort eingelegt werden, wo öffentliche Toiletten sind. Ist eigentlich Quatsch. Eigentlich eins. Ja. So. Stefan Raab, ja, genau. Als Busfahrer befördern Sie Fahrgäste im grenzüberschreitenden Linienverkehr. Welche Dokumente müssen Sie dabei haben? Ja gut, alles wenn Sie so spendabel sind, kein Problem. Ja. Hobby kauft für 6 Euro ein Ticket. Das ist aber lieb von dir. Danke, Hobby, für den Ticket. Teure Ticket. Für mitfahren. Für mitfahren. Dankeschön. So, Zulassungsbescheinigung Teil 1 brauchen wir sowieso immer. Und also die für das Einreiseland erforderliche Genehmigung brauchen wir natürlich auch. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, ob ich die Zulassungsbescheinigung des Teil 2 brauche. Moin, Florian, grüß dich. Ja, nee, ich glaube tatsächlich Teil 2, den lässt man ja eh zu Hause. Was man dabei haben sollte, ist diesen Auslandsversicherungsschutz, oder wie das heißt. Aber hier geht es ja um Busse. Ich hab richtig. Whoop. Ja. Richtig. Warum braucht man jetzt Teil 2 nicht? Weil Teil 2 für dich zu Hause ist, falls du falls du nämlich deinen Fahrzeugschein verlierst oder geklaut wird, dann kannst du mit diesem Teil 2 zum Amt gehen und sagen, ey, ich brauche einen neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1. Achso, ich dachte, natürlich wenn du mit im Bus führst und dein Bus wird geklaut oder dein Auto wird geklaut, dann hast du ja automatisch beides verloren und kannst nicht nachweisen, dass es dein Auto ist. Ja, gut, das macht schon Sinn. Ich dachte, Zulassungsbescheinigung Teil 2 ist quasi Teil 1 für Deutschland, Teil 2 für die übrigen europäischen Länder. Nee, Teil 2 ist dieser Fahrzeugbrief. Okay, gut. Man lernt ja nie aus. Hm? So, los geht's. Film ab. Oh, ich weiß schon, was es ist. Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ja, spektakulär. Okay, ich habe mir was anderes. Diese Frage habe ich beim ersten Mal in meiner Prüfung falsch beantwortet. Und ich frage mich seit heute, warum habe ich das damals nicht richtig beantwortet? Weil es eigentlich so einfach ist. Weil du wahrscheinlich einfach überlesen hast. Ja, wahrscheinlich. Gleichmäßig weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer ausreichend ist. Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist. Mit mäßiger Geschwindigkeit weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sehr gering ist. Natürlich warten wir. Natürlich. Würde man in Berlin auch so machen. Genau, ich würde da hupen. Aber mir waren andere Antwortmöglichkeiten tatsächlich. Was müssen Sie beim Ein- und Aussteigen von Fahrgästen beachten? Die Freigabeeinrichtung von automatischen Türen dürfen Sie erst beim Halt des Busses bestätigen. Ja. Bei automatischen Türen dürfen Sie schon anfahren, wenn die Anzeige für geöffnete Türen noch leuchten. Selbstverständlich. Sie müssen alle direkt betätigte Türen beobachten. Ja. Ja. Welche Personen können Sie die Beförderung verweigern?
Personen, die die Sicherheit anderer Fahrgäste gefährden würden. Ja. Personen, die die Sicherheit und Ordnung des Betriebs gefährden würden. Ja. Ja. Personen mit Hund. Allgemein glaube ich nicht. Nur, wenn es durch die Beförderungsbedingungen geregelt ist. Nein. Was wir würde heute schon geblitzt und hat einen Unfall gebaut? Nee, das ist ja das von den letzten Streams. Hast du seitdem nicht geändert. haben wir auch nicht mehr gefahren, groß. Nö. Aber nachher. Sie werden bei Nebel auf der Autobahn in einen Massenunfall verwickelt. Der Bus wird dabei von anderen Fahrzeugen eingekeilt. Was müssen Sie tun? Nachdem die Fahrgäste sicher evakuiert sind, zum Unfallort zurückkehren, sich zuerst um Zeugen an der Unfallstelle kümmern, verletzte Fahrgäste zu einem Ort in sicheren Abstand vom Bus und der Autobahn bringen, um Erste Hilfe zu leisten. 1 und 3, würde ich sagen, oder? Zeugen, also zuerst um Zeugen kümmern ist Quatsch. Ja, das sowieso. Erst halt immer. Aber bei 3 bin ich mir nicht sicher, weil du machst. Was ist dir. Was, 3 bist du nicht sicher? Na, natürlich bist du bei 3 sicher. Naja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei 1. Ja, aber erstmal ist es ja wichtig, dass du deine eigenen Leute, die du betreust, wegbringst. So, und dann musst du nochmal zurückgehen und gucken, ob du Verletzte irgendwie bergen oder retten kannst. So, Verletzte und Fahrgäste zu einem Ort in sicherem Abstand vom Bus und der Autobahn bringen und erste Hilfe leisten. Natürlich. Ja, aber Verletzte müssen ja nicht unbedingt aus deinem Bus sein. Warum sollst du dich denn um Leute von anderen Autos kümmern, wenn ich erst deine Fahrgäste... Das ist doch aus meinen. Verletzte und Fahrgäste. Sind doch und, meine. Ja. Aber Verletzte heißt doch nicht automatisch Fahrgäste, da steht und Fahrgäste. Ist doch egal, du hast, wenn jemand einen Unfall baut, egal ob seine Fahrgäste oder nicht, wenn jemand in Not ist, dann musst du medizinische Erste Hilfe leisten. Genau. Ja, eigentlich sollst du dich und deine Schützlinge erst zur ersten Sicherheit bringen. Aber ja, aber... Ich weiß halt nicht, ob ich zum Unfallort zurückkehren muss. Ja, ich denke schon, weil du ja, wenn die Polizei kommt, musst du ja den Sachverhalt schildern. Und wenn du jetzt weggelaufen bist... Da könnte aber noch mehr passieren, da könnten ja noch 20 Autos reinballern. Naja, sterbe ich doch da vor Ort. Nicht direkt, also nicht direkt wieder da in den Bus rein, sondern halt zur Unfallstelle. Ja, aber hier steht's, zum Unfallort zurückkehren. Ja, Unfallort, das ist ja da, wo überall die ganzen kaputten Meine Autos Frau ist gehen. Nicht mehr da, hallo? Sie hat immer bessere zu tun. So, also, 1 ja oder nein? Also 3 auf jeden Fall. Und 1. Was sagen die anderen? 1 wäre richtig gewesen. Okay. Nachdem die Fahrgäste sicher evakuiert sind, zum Unfallort zurückkehren. Ich hab's noch gesagt, wa? Naja. Naja, aber... Ihre Fahrgäste informieren Sie bei der Autobahnfahrt über Rauchentwicklung im Bus. Was müssen Sie tun? Die Fahrgäste zu einem Ort in sicheren Abstand vom Bus und der Autobahn leiten, sofort auf den Seitenstreifen anhalten und Fahrzeuge in ausreichendem Abstand absichern, weiterfahren bis zur nächsten Tankstelle, um Hilfe zu herbeizuholen. So, hier sind wir aber, denke ich mal, einig 1 und 2, oder? Ja, bis zur nächsten Tankstelle kann man noch fahren. Gerade wenn ich schon war. Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert? Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. Dicht aufschließen, um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrers zu orientieren. Genau. Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen. Ne, ja. Also 2 klingt sehr einleuchtend. Ja. So, welches Verhalten ist hier richtig? Ich will links abbiegen. Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben. Ich fahre weiter, weil beide Fußgänger warten müssen. Ich biege vor den entgegenkommenden Fußgängerinnen ab, weil nur diese warten muss. Genau das gleiche mit dem Fahrrad auf der anderen Seite. Es sind Menschen, warten. Aber leider ist es so, dass das viele Autofahrer nicht machen. Ja. Was kann zum Abkommen von der Autobahn führen? Unaufmerksamkeit, Müdigkeit und Ablenkung. Alles 30. Natürlich. So, ich würde sagen, 80 Fragen sollten dann gleich reichen. Also sind wir jetzt zu Frage 78. Ja, ja. Was kann aus einem zu späten Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat folgen? Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit, ein zu dichtes Auffahren, eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit? Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Nee, bei Na doch, ja, wenn du es zu spät ausschaltest, meinetwegen die Geschwindigkeit geht runter. Nein, eigentlich ist das Quatsch, weil wenn du bremst, dann geht der Tempomat ja automatisch aus, ne? Der Tempomat, also das Ding ist, überschreitet der zulässige, du kannst ja gar nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit haben, wenn der Tempomat auch so eingestellt ist. Ja, aber. Wir meinen ja zu spät. Das heißt, du hast quasi fährst 80 und musst 60 fahren.
Also wenn du jetzt zu spät ausschaltest, fährst du immer noch 80, obwohl du schon 60 fahren sollst. Also Also spät, du bremst quasi zu spät ab, kann eine man zu sagen. hohe Kurvengeschwindigkeit definitiv. Ein zu dichtes Auffahren auch und eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Könnte natürlich auch passieren. Und natürlich erst drei richtig. Okay. Ein weiterer Film. Film, Film, Der letzte für heute. Richtig. Nee, vorletzte, oder? Ist der letzte. Nee. Ein Bus Und mit was für ein Bus Warnblinklicht. haben wir hier? Keine Ahnung, sieht aus wie ein alter MAN, nur ein Mercedes. Dresdner U405. Könnte ein Hochflur sein. So, ich darf am Bus nicht vorbeifahren. Personen Nein. könnten die Fahrbahn überqueren. Ich darf am Ja. Bus mit Schrittgeschwindigkeit. 2 Ja, wie und gesagt, wie gesagt, wie gesagt. 3. Hallo. Stopp. Was denn? Eins ist auch richtig. Du darfst am Bus Nein, nicht vorbeifahren. das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wenn der Bus Du in der darfst Altstadt steht und. an dem Bus nicht vorbeifahren, wenn er mit Warnblinklicht an die Haltestelle ranfährt. Er Darfst du ist ihn mit nicht. Warnblinklicht. Er steht jetzt aber. Ja, und du sollst mit. Ach so, ja, okay, er steht. Tut mir leid. Ach, Es Mann. geht ja um das Jetzt. Darf ich jetzt Ja. überholen? Ja, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ich habe Letzte nicht gesehen, dass Frage. er angehalten ist. Tut mir leid. So, Oh welches Mann. Verhalten ist richtig? Ich muss dem weißen PKW Vorfahrt gewähren. Ich darf durchfahren und ich muss dem roten PKW Vorfahrt gewähren. Und wer hat recht? Warte, jetzt muss ich gucken. Ich habe gerade was anderes gehabt. Ich muss dem weißen PKW Vorfahrt gewähren. Nein. Ich muss dem roten PKW auch keine Vorfahrt gewähren, weil ich auf der abbiegenden Hauptstraße bin und beide meine Fahrbahn kreuzen würden, beziehungsweise aus der Nebenstraße kommen würden, was nicht funktioniert. Also bin ich quasi derjenige, der Vorfahrt Der Erste, der fahren darf. Selbstverständlich. So. Damit haben wir heute 80 Fragen jetzt hier gemacht hier. Juhu. Harter Tobak. Ja. Wir sind jetzt. Bearbeitete Fragen 92, 283 sind davon richtig. Ja, heute sind ein paar viele Ja, dazugekommen. heute sind ein paar dazugekommen. Ja, wir Auch heute müssen. waren teilweise auch manche Fragen ganz schön komisch. Die waren tatsächlich ein bisschen heftig. So, Leute, wir machen jetzt einen kurzen Break. Wir beenden jetzt kurz den Stream. Bereitet und soweit alles vor. Dann machen wir Lotus Multiplayer. Und dann, jetzt ist Willi überhaupt noch da? Nein, der ist raus. Ja, macht es denn überhaupt noch Sinn denn? Nein, wir haben ja keinen, der uns da irgendwie führen kann und das ist ja alles Erzählung. Weil dann würde ich sagen, dann wechseln wir gleich zu Lotus. Ja, Ach warte mal, Quatsch, hat zu er Omsi. nicht. Omsi. Was wollen wir bei Äh, Omsi wir, machen? wir, wir, wir gucken, wir gucken, okay? Also entweder starten wir mit Lotus durch oder wir kommen mit Omsi wieder, mit BBS-Firma, würde ich sagen. Vor allem ein bisschen für die Firma, würde ich sagen. Jetzt keine Leitsteinfahrt oder sowas. Gut, dann wie gesagt, kurzer Break. Ich denke mal so in spätestens 10 bis 15 Minuten sind wir wieder da. Jut. Bis Ich gleich. mal. Bis gleich. Bis Jo. dann.